Guten Tag, meine lieben Zuhörer. Heute haben wir den 11.04.2024, Donnerstag. Und heute Abend um 20.15 Uhr kommt Björn Höcke, Spitzenkandidat von Thüringen, AfD, in dem Spitzenduell mit Mario Vogt von der CDU. Und die wollen sich ja sachlich stellen. Und ich kann euch nur raten, hört euch das an. Macht euch selber da einen Eindruck. Ich werde es auf jeden Fall auch schauen. Und ja, wie gesagt, werde da morgen über berichten. Hab noch ein paar Interviews, ein paar Zeitungsseiten und nochmal die neuesten Wahlergebnisse. Was hat es jetzt gebracht, diese ganzen Demonstrationen gegen rechts, die ganzen politischen Ausschweifungen, die es jetzt wieder gab, mit Kohlekraftwerke, Abschaltungen mit Demonstrationen von Klimaaktivisten und hat das irgendwelche Auswirkungen? Wir gehen da in die neuesten Umfragen rein, die ich hier gefunden habe. Ne? Schreibt Kommentare drunter, kostenlos Abo dalassen für die Neuen, um solche Videos nicht zu verpassen. Glocke aktivieren und ja, ich sag mal, los geht's. Ja, ach ja. Video auch teilen und bis zum Ende hören. Ich denke mal, ich habe da wieder sehr interessante Themen. Okay, und los geht's. So, meine lieben Zuschauer, hier habe ich noch mal auf der Bildseite, ne, also heute 20:15 Uhr im TV-Duell bei Welt TV. Ne, darum lässt Höcke die Haken knallen. Ne, kann man sich auch irgendwie ein bisschen sparen, ein bisschen sachlicher bleiben. Aber gut, da habe ich keinen Einfluss drauf, muss man mal so hinnehmen. Macht euch selber einen Eindruck, wie hier argumentiert wird heute Abend. Und ja, ne, TV-Duell Thürings Wahl mit dem AfD-Kader, mit dem Parteifaschisten Björn Höcke 52, kann man sich auch hier sparen. Eine schon eine richtige Frechheit. Und das kann man ja auch dem Weiser Mario Vogt ja genauso sagen, ne? Hier sagt man Landeschef und Höcke bezeichnet man hier als Parteifaschisten. Eigentlich schon eine richtige Frechheit. Wär ich Höcke, würde ich hier Michael Deutschmann und Peter Thiede hier klar anzeigen. Aber man darf ihn ja so nennen. Das ist eigentlich unfassbar. Meiner Meinung nach geht überhaupt nicht. Er ist Lehrer, er ist in einer demokratisch gewählten Partei und ja. Okay, aber wie gesagt, ich muss das so hinnehmen. Nehmen wir auch mal so hin. Werden wir heute Abend hören, wie er sich schlägt. Auf diesem Donnerstag trifft die Welt TV gehört, wie Bild Axel Springer zum Thüringer Landduell CDU-Landeschef Mario Vogt 47 auf Höcke. Der auf Björn Höcke kann man ja auch hier mit Vornamen nennen. Einfach eine richtige Abstufung schon, ne? Der dem Verfassungsschutz beobachtende Chef der zweitgrößten Fraktion im Landtag. Und das passt den Altparteien nicht, ne? Dass das die zweitgrößte Fraktion im Landtag. Ich meine, die ist ja jetzt mittlerweile die größte. Gehen wir aber auch gleich noch rein. Ich zeige euch das noch alles, wie hier die neuesten Wahlumfragen sind. Und das ist eigentlich das Thema auch, ne? Ja, Vogt, CDU liegen Umfragen auf Platz 2. Ich nehme mal hier eben die Zeit auf. Damit ich hier nicht so lange rede, Höcke Umfrage 4,9% Vorsprung. Das ist halt, kann man den Ultrarechten knacken, kann man ihn ansehen, wie der gerade tickt. Bild entschlüsselt den Höcke-Code. Naja, kaufe ich jetzt nicht, ist mir das jetzt nicht wert, schaue ich mir heute Abend selber an und brauche da keine Bildzeitung, um mich hier einen Eindruck zu verschaffen. Okay, gehe ich mal hier aus diesem Artikel raus. So, meine Lieben, hier ist nochmal wer, also für die neuen Welt, das sieht den, glaube ich, so, das sieht auch im Fernsehen kann man das auch schon anschauen, kann man auch im Internet schauen und da ist ja hier auch schon das Thema, wird bestimmt auch, ja, sind jetzt normale Nachrichten, aber ich denke mal, ihr könnt auch das im Internet, im Stream schauen, heute noch, heute Abend, Livestream, Höcke gegen Vogt, Mehrheit der, das hört schon ein bisschen anders an, Mehrheit der Deutschen hält TV-Duell-Entscheidung für richtig. Mehr als zwei Drittel der deutschen Bundesbürger finden es laut einer Umfrage richtig, dass Thüringens CDU-Spitzenkandidat Vogt mit dem Rechts, ja, das hätte man sich ersparen können, AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke ins TV-Duell geht. Sehen Sie diese und weitere Nachrichten bei Welt TV. Da haben wir auch hier noch Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob man da hingehen kann. Die restlichen 25% wählen eine Ampelpartei und wollen aus ihrer Ignoranz nicht aufgeweckt werden. Meinungsfreiheit, nämlich die Möglichkeit, sich anhand von verschiedenen Informationen sein eigenes Bild zu können, eigene bilden zu können,
nimmt heute wieder einen kleinen Schritt nach vorne. Die Moderatoren können dazu stark beitragen, indem sie ihre eigenen beiden Fragestellungen verdrücken und ausgewogen und fair bleiben gegenüber beiden Politikern. Ich bin mal gespannt, wie die auch bezeichnet werden. Ist hochinteressant, wie man hier argumentiert. So viel ich weiß, ist Björn Höcke ja noch nie hier im öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF eingeladen worden. Warum auch? Ist ja Faschist. Faschisten lädt man nicht ein. Hat ja auch eine andere Meinung als der Mainstream, als die Regierung. Da lädt man halt solche Spitzenkandidaten nicht ein. Interessant. Wie so viele jetzt schon wieder wissen, wer der Sieger dieser Veranstaltung ist. Ja, klar, ist hier ne, CDU, Mario Vogt, weil der gehört ja zur linken Seite, zu den Altparteien. Und das wird, ne, sehe ich auch so, man weiß jetzt schon, wer der Sieger ist. Ja, Thüringen, CDU-Spitzenkandidat Vogt mit dem rechtsextremen AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke. Rechtsextrem, der eine. Was ist der andere? Der andere ist ein Linksextremer, ne? Naja, vielleicht ein Wicht als die Antwort, aber ich gehe jetzt mal hier raus, will mich jetzt nicht festhalten, weil ich möchte mit euch hier mal zu den neuen Bundestags- und in den Landtagen wieder die Umfragewerte sind. Das ist, glaube ich, für euch viel interessanter und da gibt es vielleicht einige Überraschungen. Okay, ich schalte euch dahin jetzt mal um. So, meine Lieben, ich bleibe jetzt nur hier bei INSA, sonst wird das Video zu lange. Wir gehen jetzt mal hier ne, Bundestagswahl vom 6.4., also ganz aktuell, ne, gehe ich mal hier so vor, ne, 630, das stimmt ja auch nicht, momentan sind das 735 mit den ganzen Überhandsmandaten, aber das hat man ja schon in anderen Videos, wo ich das euch hier gezeigt habe. Wir gehen jetzt nur mal hier die einzelnen Länder durch, was wir hier an neuen Trends haben. Ne? Okay. CDU, CSU muss man hier noch rausreden. CSU bringt ja hier 5% mit. Aber gut, die werden dann zusammengehen, habe ich auch schon mehrmals was zu gesagt. Also plus 1%, 31%, tut sich auch nicht viel. AfD 19, minus 0,5. SPD 15%. Hier, das kann ich absolut nicht verstehen. 13% die Grünen bei so einer schlechten Politik. Ja, Wagenknecht ist drin. FDP muss noch zittern. Wird hochinteressant, ob man denn nachher hier, wie sich denn nachher die Sitze verteilen werden, wer hier eine Koalition bilden kann. Haben wir wieder eine Dreierkoalition. Das macht das Regieren ja auch sehr schwierig. Ja, wir werden sehen, ob nachher, ob die Grünen mit der CDU zusammengehen oder umgekehrt, weil hier AfD, die braucht ja vielleicht noch, da geht ja keiner zusammen. Die 19% fallen ja dann komplett weg. Und ja, so sieht das denn hier jetzt im Bund aus. Das wären dann hier die möglichen Regierungskoalitionen. Haben wir nochmal plus minus. Ja, ne? CDU, CSU hätten eine gute Mehrheit. GroKo ja, mit Wagenknecht zusammen. Ja, das sind dann so hier die Möglichkeiten. Und das sind nochmal plus minus. AfD plus 8,7. CDU plus 6,9, SPD verliert ganz klar 10,7, Grüne verstehe ich absolut nicht, warum so wenig, kann ich nicht nachvollziehen. Ganz eindeutig bei dieser schlechten Politik. Und was natürlich sehr erstaunlich ist, ist natürlich die FDP und ja, Linke sind eh nicht drin und FDP verliert auch. Hier müsste eigentlich auch, dass man das der FDP ankreidet und nicht den Grünen. Ist für mich unbegreiflich. Aber gut, habe ich auch schon mehrmals gesagt, werde ich auch immer weiter so begründen, ne? Oder behaupten oder einfach so sagen, ist meine Meinung, das kann eigentlich irgendwo nicht sein. Jetzt gehen wir weiter zur Europawahl, die ist ja auch bald. CDU unverändert, AfD 19, SPD 16,5, Grüne 11,5, Wagenknecht auch sehr stark, finde ich, 6,5 vor der FDP. Hier gibt es ja diese Klausel nicht, die kommen ja alle rein, Tischespartei, das wollen wir ja auch ändern, da gibt es nicht diese 5%-Hürde, hier haben wir nochmal plus minus, könnt ihr euch in Ruhe anschauen, ich gehe es mal ein bisschen so im Schnelldurchgang hier drüber, dass ich auch alle Länder hier durchbekomme. Brandenburg, 10.4., ne? AfD 26,2, also in Brandenburg schon mal stärkste Fraktion. Noch stärkste Partei, SPD 21,1, CDU 17, Wagenknecht 10,2, ja, Grüne 7,6, Linke 6,0,
BVB, FW, Freie Wähler 4,2, FDP 2,2, sonstige. Ja. Da habt ihr die möglichen Regierungskoalitionen. Ja. Das ist sehr unwahrscheinlich, auch alles hier unwahrscheinlich, das auch unwahrscheinlich. Ja, ne, das müsste hier schon, keine Ahnung, weiß ich, kann man sich kaum mit linken. Wir werden sehen, also hier sind wir in Brandenburg, das ist ja nochmal hier plus minus. Okay, das ist jetzt hier Brandenburg. Dann gehen wir weiter nach Sachsen. Ne, dritter, vierter, auch sehr aktuell, würde ich sagen. 31,3 minus 1,3, ein bisschen verloren, aber immer noch stärkste Fraktion, hier wurde Herr Kretschmer, ne? CDU 30,8, Wagenknecht 11%, das hieße dann, wenn AfD mit Wagenknecht zusammengehen würde, könnte die AfD regieren und hier ganz erschreckend, dass sie bald gar nicht mehr reinkommen, ne? SPD 6,0, Grüne 5,8, Linke 4,6, ja, Sitzverteilung 44, gleich stark, 8, 16. Naja, man sieht hier, das sollte man da auch mal ein bisschen hier beobachten, weil das ist ja entscheidend, wie die dann nachher im Landtag abstimmen können. Ne? Ja. Das werden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen, das sind die Zusammensetzungen, ne? Blau-Schwarz, Wagenknecht und CDU. AfB ist, ach, das steht hier drüber. Könnt ihr euch selber, wer möchte, plus 3,8. Und dann hier so die Werte, nochmal so die Trends. Ja, abgeschlagen die unteren. Als Regierungspartei, ne? In Sachsen. Gehen wir weiter nach Nordrhein-Westfalen. Ja gut, das ist jetzt die alte Wahl. Das ist nichts Neues. Gehen wir so weiter. Da ändert sich erstmal nichts. Haben wir auch keine neue Umfrage, ne? Oder doch? Nee, Grüne, nee, doch, ja. Neueste Wahlumfrage, okay. Ne? 37%, Grüne plus 2%. Ich fasse es nicht, machen die so eine tolle Politik hier. SPD 16, AfD 13, Wagenknecht nicht von 0 auf 4,0, schon okay, 4,0, Linke. Das wären die Möglichkeiten. Und dann haben wir hier nochmal plus minus. Vergleich zum Wahlergebnis, plus 1,3, minus 2,2, minus 10,7. Ja, AfD 7,6, also hat dazu gewonnen, okay. Das hat man ja auch nicht immer so am Schirm. Und dann hier nochmal so die Kurven, ja, okay. Dann gehen wir weiter nach Baden-Württemberg. 21.3., CDU 30, plus 3%, Grüne minus 5, 23%. Ja, AfD plus 4, 16,0, in Baden-Württemberg, ne, 16%. SPD, volle SPD 11, Wagenknecht auf den Stand 7%, FDP 7%, Linke. Also hier gehen natürlich die ganzen Prozente zu Wagenknecht, aber die ist ja überall schon präsent. Die ist ja stärker vertreten als, klar, durch die Sarah Wagenknecht. Das ist ja natürlich der Zugpferd und das hat die Werteunion natürlich nicht. Und deswegen gucken, ob die jetzt in Thüringen auftaucht. Hier haben wir die Sitzverteilung 21, 29, 38, 9, 9. Auf jeden Fall, ne, aus dem Stand Baden-Württemberg. Das wären die Möglichkeiten, wie viele Kreise wir hier schon haben. Und das ist die jetzige. Ja. Deutschlandflagge. Ja, wir werden sehen, das sind die Verhältnisse zum 4.3.21 plus 5,9. Okay. Die Grünen haben hier verloren, 9,6. AfD 6,3, mehr als die CDU. SPD unverändert, Wagenknecht aus dem Stand, 7%. Und FDP verliert, ne? Also, die Grüne und FDP geben an der Saga Wagenknecht-Partei Prozente ab. So, jetzt gehen wir nach Thüringen, wo jetzt die nächsten Wahlen sind. 19.3. AfD 30%, also keine großen Einschränkungen. Ne? Jetzt haben wir natürlich hier plus minus 0 fehlt jetzt hier. Aber okay, müssen wir so hinnehmen, wie es ist. CDU 20, Linke 17, Wagenknecht 14. Ja, SPD 7,5, Grüne 5,0, FDP 2,0, Werteunion 1,0. Nicht im Landtag vertreten,
28 stärkste Fraktion und die müssen eigentlich auch den Ministerpräsidenten stellen. Aber das wird so passieren, dass die Altparteien sich alle zusammenschließen, damit das nicht passiert, weil ja Björn Höcke ganz, ganz stark rechts und richtiger Nazi und richtig unfassbarer Typ ist, ne? So wird das ja von der Presse dargestellt, ist nicht meine Meinung. Ich finde das unverschämt, ihn so zu bezeichnen. Nochmal, geht in meinen Augen überhaupt nicht, aber so ist halt die Meinung. Wenn man hier eine andere Meinung hat, wird man ja hier schon abgeholt, ne? Das wären die möglichen Koalitionen, ne? 6,6, ne? Aber trotzdem so beleidigt wird oder so eingestuft wird, steigen die um 6,6%. Volk geht da wohl nicht mit. Linke verlieren doch 14 und trotzdem noch zu viel, fast halbiert. Kann man ja bald sagen, ne? Ja, nicht ganz, ne? Das wäre ja doch fast halbiert. Wagenknecht aus dem Stand, ne? Von das, was hier runtergeht, bekommt die Wagenknecht da drauf. Ne? Ja, minus, minus, minus. Die müssen ja zittern, wenn sie hopp hier reinkommen. Und Werteunion aus dem Stand 1%, das sind die Kurven. Gut. Das war Thüringen. Dann kommt Bayern. Haben wir da auch eine Hochrechnung? 16.3. Hier CSU gewinnt dazu, 42%, sorry. Freie Wähler plus 1%. Machen da wohl gute Politik. Grüne vor der AfD. Ja. Das ist, AfD hat aber, ja, hat 2 Sitze mehr. Das war aber bei der Wahl. Müssen wir gleich mal gucken. Plus, minus, Linke 1. SPD, Wagen ist gar nicht dabei. Schauen wir mal hier. Plus, minus. Grüne haben verloren, AfD auch. Also AfD hat mehr verloren als die Grüne. Okay. Ja. Und CSU gewinnt hinzu. 42%. Ja, das sind dann so die Trends. Okay. Zum 8.10.2023. Dann gehen wir nach Rheinland-Pfalz. Ist da der Stand? Ja, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Das ist, glaube ich, haben wir dann eine plus 6,3. Ach, zu den Wahlen. 21. Okay, Wahlumfrage. Okay. Also AfD leichte Verluste, Grüne 10, Wagenknecht 4 aus dem Stand. Ja, FDP ist dann noch drin. Ne, das sind die Freien Wähler. Achso, Freien Wähler. Muss man mit den Farben ja schon höllisch aufpassen. Hier 12, 18. Aber AfD ist überall im Landtag. Wie ich dazu sehe, ne? Hamburg hat auch eine Umfrage, 17.2. Okay, sind die Möglichkeiten. Ich gehe es mal hier so durch. Plus, ne? Zum Wahlergebnis. Also SPD auch starke Verluste, Grüne minus. Also hier muss man schon sagen, AfD auch hier drin vertreten, ne? Jetzt. Gehen wir weiter, Niedersachsen. 5.2. plus minus AfD auch hier drin. Plus 7. Also hat das ja viel gebracht, diese ganzen Demos. Linke, eigentlich gar nichts. Und das ist ein Plus, gehen wir da nochmal hin. Plus 1,9. AfD plus 10. AfD plus 10 in Niedersachsen. Umfrage. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Machen da wohl einen guten Job, ne? Niedersachsen. In Berlin haben wir da auch eine Hochrechnung. Ja, das ist die Wahl. So ist keine großen Unterschiede. Ich gehe nur mal kurz rein, um euch die Zahlen da vollständigkeitshalber zu zeigen. Plus 3,9, CDU plus 0,8, Grüne. Ja, was ist denn hier so? Berlin, dann Sachsen-Anhalt. CDU verliert. Boah. Sachsen-Anhalt, ist das der Herr Hesselhoff. Ne? Hier AfD auch, nur 3 sind hier, Mut Wagenknecht. Das muss man sich mal vor Augen führen. Die Ampelparteien nicht mehr vorhanden. Nicht mehr, nur die 3 Parteien, seht ihr das? Und AfD ist dabei. Krass. Mega krass. Kann das nur so eine Koalition geben, um Björn Höck, um das hier zu verhindern. Das wird ja hochinteressant. Mein lieber Mann, minus 8,6 plus 6,7, Wagenknecht 23%.
Ich glaube, wir müssen uns auf die, das Augenmerk auf die Wagenknecht mal konzentrieren mit Michael Lüders und wer da so, die, ne, die spielt eine große Rolle. Wenn ich, wenn ich das mal so richtig einstufen, also mehr als Werteunion. MacPom, hier auch 5, aus dem Stand 5% wäre sie drin. Linke minus 4. AfD plus 10. Auch wieder hier im Landtag. SPD. Also hier haben wir ein richtiges großes Erdbeben hier im Osten. Meiner Meinung nach. Das wären die Möglichkeiten. Schaut euch das mal an. Alles drei Parteien. Hier eine GroKo. Ja, das wird das Wahrscheinlichste werden. Nehme ich mal an. Das ist ja schwer zu regieren. Dreier immer schlecht. Oder hier. Das soll ja verhindert werden, dass die Blauen regieren. Obwohl sich, das ist eigentlich ein bisschen Unding, wenn die stärkste Fraktion hier, ja gut, da ist noch die SPD auch nicht hier, sind sie stärkst, ne? Schau doch mal die 80 minus. Das muss, da kann man nicht sagen, wir schließen die AfD hier aus. Das wäre für mich ein absolutes Unding, wenn 31% hier der Bevölkerung, das ist die stärkste Fraktion stellt den Ministerpräsidenten. Das war immer so und das sollte auch so bleiben, aber das wird sich alles hier ändern. Und wenn die auch hier in Mecklenburg-Vorpommern zusammengehen, da ist die Frau Schlesig, wie der heißt, weg vom Fenster. Aber das wird nicht passieren, das können wir, wir werden sehen, das muss, ich werde berichten, ne? Schleswig-Holstein, ja gut, alte Zahlen. Aber immerhin vertreten, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber der Vollständigkeit halber zeige ich euch das nochmal. Auch hier 7,6, alle anderen verloren, Kurven. Dann gehen wir nach Hessen. Ja, da wurde ja vor kurzem gewählt, plus 5,3, 7,6. AfD auf jeden Fall auch vertreten, Freie Wähler. Hier haben wir die Wagenknecht-Partei noch nicht. Ist, ja, braucht man hier eine neueste Umfrage, ne? Okay, das war Hessen. Dann machen wir nochmal Saarland. Gucken wir auch mal hier. Linke, SPD, AfD, zweitstärkste. Ne? Schaut euch mal an hier, ne? Das ist ja... Ja, also hier haben wir jetzt Prozents, auch nicht die Sitze. Ja. Ne? Okay, was wären die Möglichkeiten hier? Plus 17, ja. SPD verliert hier auch. Also die meisten sehe ich, dass die AfD überall dazu gewonnen hat. Aber gut, es ist ein bisschen älter. Aber trotzdem, das ist dann die Zahlen, das hier ist jetzt hier Wahlen. Ja gut, das ist ganz alt. Spielt hier jetzt keine große Rolle. Nur der Vollständigkeit halber zeige ich da öfter nochmal. Ja, das waren jetzt die neuen Wahltrends. Hochinteressant. Und ja, mach nochmal ein Schlusswort. Also, wie wir gesehen haben, hat die AfD fast in jedem Landtag vertreten, gewinnt an Prozenten dazu. Heute Abend, 7:45, könnt ihr euch von Björn Höcke, AfD, selbst ein Bild machen, wie fachlich er aufgestellt ist, wie hier mit Neusprech oder Altsprech argumentiert wird, wie sind die Fragen von den Moderatoren, wie wird sich Mario Vogt hier positionieren, wie sind die Themen ausgewählt, hochinteressant, und ich werde da auch morgen auf jeden Fall ein Video zu machen. Okay, das soll es für dieses Video erstmal gewesen sein. Ne, ich angenehm überrascht, also keine großen Verluste bei der AfD, im Gegenteil, starke Zugewinne, aber geschuldet, weil Sarah Wagenknecht, BSW, hier fast im Osten überall präsent ist und nimmt natürlich allen Parteien ja auch Prozente weg. Gut, das war's, danke für eure Aufmerksamkeit, teilt das Video und schreibt Kommentare drunter, und dann sage ich bis zum nächsten Video.